Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Also würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Wo sind wir eigentlich genau stehen geblieben im letzten Part? Ging auch Spiel laden. Irgendwo in Kapitel 3 waren wir, glaube ich, schon. Jupp, Kapitel 3. Weiter geht's. Ja, da kommen immer so Tipps bei die Ladesequenzen, aber so oft sehen wir die Ladesequenz eh nicht. So, dann geht's los. Okay, stimmt, da kann man raus und wir müssen jetzt, genau. Und da werden wir jetzt gleich mal die Waffe wechseln. Nur da haben wir nur 18 Schuss. Das ist wenig. Weil hier drin, ich kann mich an den Raum nur richtig gut erinnern, da geht es jetzt dann gleich richtig ab. Die Tür schließe ich und das, damit geht's los. Du gehst jetzt erstmal drauf, komm her. Oh. Wo ist denn das Viech? Da, mach. Schieß halt. Wo kam jetzt der her? Ach komm. Komm, geh drauf. Ja, der spuckt bestimmt auch gleich. Schau jetzt. Wo? Wow. Wo? Oh Gott. Ist der nah? Weg. Komm, schieß halt, danke. Da kommt noch mal einer. Komm, geh weg. Gott sei Dank. So, nachladen, was ist? Schaut gut aus. Schaut ganz gut aus. Ey. Wir haben den Raum besser geschafft, als ich jetzt vermutet hätte. Ne, die Tür ist nur zu. Egal, jetzt gehen wir erstmal die ganzen Munition aufsammeln und was sie jetzt liegen lassen haben. So, was haben wir da? Ein Schema für Harpunensplitter. Ne, braucht man ja auch nicht unbedingt. Aber wir nehmen es mal mit. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. So, sorry, dass ich jetzt so ein bisschen leise war bei dem Schussding. Aber ich habe mich jetzt einfach konzentrieren müssen, damit ich nicht hoffnungslos drauf gehe. Ja, dich nehmen wir mal mit. Da unten liegt auch noch was. Harpunensplitter, ja. Nehmen wir mit, verkaufen wir es ja dann. Okay. Wechseln wir mit Waffe. Aber für den Raum wollt ihr jetzt unbedingt die bessere Waffe. Oder wir müssen überhaupt hin. Okay, wir müssen da lang, also wir müssen gar nicht da durch. So, schauen wir, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Ne, euch nicht. Ne, du gibst schon nichts mehr und du. Du gibst schon noch ein paar Credits. Das finde ich doch total nett von dir. Aber sonst liegt hier nichts mehr rum. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. So, wo geht's jetzt hier hin? Keine Beschriftung, immer toll. Hm, sieht das wieder toll aus. Oh Gott. Okay, da können wir jetzt immer so. Stimmt, wir sind jetzt in der Kirche, in der. Okay, das interessiert sich gar nicht, was der da labert. Auf jeden Fall könnten wir da jetzt hören, was der labert und jetzt. Großer Raum. Wo müssen wir hin? Oh Gott. Okay, da oben ist der Tideman, wie ihr gesehen habt. Der hat einen Helikopter und der kann schießen. Und jetzt sind wir in der Kirche. Kapitel 4, wow, es geht sehr schnell voran. Jetzt schon Kapitel 4. Dana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier? Hier ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Tideman wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann. Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen. Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin. Cool, und ich glitsche hier mal ganz cool die Leinen so durch. Der hängt nur irgendwie fest. Komm, geh weg. Das ist super. Das ist natürlich einwandfrei. Komm, geh her. Ordnung, Speicherstation. Okay, jetzt können wir schauen. Warum hat er jetzt da so Musik gespielt? Jetzt können wir schauen, wenn wir jetzt die B, die Linie halten, dann können wir einmal zur Aufgabe, einmal zum Shop und einmal zur Bench. Speicherstation ist da. Okay, würde ich sagen, schauen wir erstmal zum Shop. Okay, da liegt was. So,
So nebenbei, ich habe wieder mal ein bisschen am Sound rumgespielt, also es müsste es eigentlich nur ein bisschen lauter geworden sein für euch. Weil jetzt wahrscheinlich bis jetzt noch nicht viel gemerkt haben. Textlog, juhu. Dann dürft ihr wieder Runde lesen. Bla 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 bla. Okay, gar nicht so viel. So, ich hoffe, ihr habt es gelesen. Wenn nicht, dann einfach auf Pause drücken, dann könnt ihr es lesen. Hey, ich hasse es, wenn immer so komische Geräusche kommen. So, müssen wir jetzt hin? Nein. Da geht's zur Aufgabe, da geht's zum Shop. Okay, dann wollen wir da rein. Ist hier irgendwas? Nö. Mh, geil. Die Unitology Curry. Okay, jetzt gehen wir schon mal ein bisschen shoppen. So, was gibt's denn Neues? Okay, Harpunensplitter hinzugefügt. Was haben wir noch als Energieknoten? Okay, jetzt können wir die uns kaufen für 10.000. Die werden wir dann am Spielende, werden wir die viele von denen kaufen. So, dann gehen wir jetzt weiter. Die Harpunensplitter, die verkaufen wir jetzt erstmal. Ja. Und was machen wir noch? Wir können ja in dem Safe eigentlich auch was lassen. Das heißt, ja, von den. Ja, nehmen wir Eichleins Medikit mit. Fühle ich mir ein bisschen sicherer. So, dann gucken wir schnell in die Bench rein. Vielleicht können wir da noch ein bisschen was machen. Wie viele Knoten haben wir denn? 3 Stück. Ja, das bietet sich da an. Was kann man in der Rig eigentlich machen? Luft, Schaden. Da wären Trefferpunkte, aber die sind weit weg. Okay, Strahlenkanone, Kapazität, Schaden. Machen wir beides mal schnell. Die werden wir auch nur einige Male brauchen. Finde ich ja auch die beste Waffe. Ja, die beste Waffe eigentlich im Spiel, weil die wird nur in viele Situationen nützlich werden. Gut, im Finalkampf werde ich die wahrscheinlich gar nicht brauchen. Aber jetzt haben wir wieder viel zu viel gelabert bis jetzt in dem Part. So, da speichern wir mal schnell. Ja, jetzt sind eh schon wieder 7 Minuten rum, das heißt, laut meiner Kanalstatistik schaut mir jetzt eh keiner mehr zu. Okay, aber warum können wir jetzt da hoch? Okay, da können wir gar nicht durch, super. Und da können wir aber durch. Lesezimmer. Wollen wir da hin? Ich glaube, wir wollen hier nicht hin. Obwohl, Energieknoten, ja doch, übel schön. Hier wollen wir schön, natürlich. Da ist irgendwas Nutzvolles. Die keine mitnehmen. Oh, ich hab's doch gewusst, irgendwas musste kommen. Oh, ich hasse euch. Geht drauf. Mann, 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 ich hasse es, wenn sie immer so irgendwo runterkommen. So, 2 verflochtene Spitzen. Okay, das ist anscheinend die Geschichte von dem Unitology-Zeichen da. Das, was wir überall sehen, das, was wir hier sehen. Egal. Weiter geht's. So. Isaac, ich weiß, haben die Symbole auch gesehen. Sie haben eine Bedeutung. Ja, ich sehe die Symbole. Wir sind eine Bedrohung. Ich weiß es. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Wer sind die? Oh, mein Name. Sie Titman? Strauss, jetzt mal raus mit der Sprache. Okay, Strauss ist verwirrt. Was? Was? Wo? Wo sind die Leichen hin? Warum ist es so panische Musik? Oh Gott, was erwartet uns hier jetzt schon wieder? Menschen. Tote Menschen. Lass sie mal da rein. Was finden wir hier Schönes? Schon wieder ein Audiolog. In der Kathedrale kam es während der Messen am letzten Sonntag zu 2 Druckausgleichszyklen. Der erste war eher geringfügig und hat nur ein paar Kerzenflammen lodern lassen, was der Kollege von Pastor O'Brien einen willkommenen, wenn auch unerwarteten Höhepunkt bescherte. Der zweite Zyklus war schwerwiegender und hatte einen Druckknall zur Folge, der einige Trommelfälle platzen ließ, sodass mehrere Leute ins Krankenhaus mussten. Das war unnötig. Das war unnötig, ha. Hier Witzbolde, das war unnötig. Ich glaube, hier ist einiges unnötig.
Sabi, hier kommt da bestimmt auch noch irgendwas. Jetzt würden hier nicht so viele Leichen rumliegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, so, da müssen wir lang. Kann da was kommen? Nö, da kann nichts kommen, okay. Weiter geht's. Oh Gott. Juhu, da vorne geht's scharf, jawohl. So, nachladen und dann geht's ab ins Gemetzel. Ich muss sie. Komm, geh drauf. Alter, wie hält denn das Ding aus? Ja, jetzt ist er so draufgegangen. Puh. Aber ich glaube, das war's damit. Alles her damit, jawohl. Alles meins. Hinter mir oder vor mir? Okay, hinter mir schon mal nicht. Wo ist. Alter, wo metzelt das Ding schon wieder rum? Ja. Wo ist das Teil? Da kommt schon was. Oh, 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 bloß ab, du Mischviech. Verpiss dich! Puh. Das läuft ja gar nicht schlecht. Wir haben nur keinen einzigen Schaden hingenommen in dem Part. Wunder mir jetzt, weil das waren jetzt doch zwei nicht verkehrte Räume, sagen wir es mal so. Was gibt's hier? Ein Wägelchen! Cool! Wo? Hinter mir, vor mir, hinter mir, natürlich! Mistviech! Ja, natürlich, was denn noch alles? Komm, verpiss dich! Geh du drauf! Nachladen, nachladen! Komm her! Oh Gott! Ja, natürlich kommt noch mal einer raus, es reicht ja nicht! Okay, das ist ja jetzt mal ein großer Raum. Da waren einige Gegner. So, die Crazy Side mitgenommen. Huh, 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 huh. Sonst nur irgendwo, irgendwas. Da liegt nur ein bisschen Strahlmunition. Die nehmen wir doch auch noch mit. Da liegt nur Tote. Was das, bitte. Was liegt da? Okay, die hätten mal Stäbchen benutzen können. Warte, da die Impulsmunition. Was? Okay, die würde ich eigentlich schon gern mitnehmen. Dann was haben wir weg. Ja, Medipack, können wir das gebrauchen? Ja. Können wir nicht gebrauchen. Okay, dann muss ich die Impulsprojektile leider liegen lassen. Da werden wir jetzt mit dem ein bisschen rumballern. Wo? Oh Gott, lässt es mir nur falsch rum raus. Okay. Das sind wir geradeaus. Sehe aber jetzt gleich gar nicht ein. Okay, das ist eine Notsperre. Können wir mit dem Energieknoten durch und eventuell nützliche Schuss oder Munition abgreifen, aber wird jetzt nicht. Okay, da ist eine Scheibe, die kann kaputt gehen. Da ist eine Stasi-Station. Was will uns das sagen? Es kommen gleich ein paar Gegner. Ja. Jetzt kann ich es wieder nicht mitnehmen. Okay, ich muss jetzt die mal ein bisschen verwenden. So, Stasi ist voll. Plasma können wir mitnehmen. Was bist du? Nein, wir das Modell haben. Wir das Modell haben. Schön. Keine Ahnung, was das ist. Okay. Das interessiert uns erst gleich. So, jetzt müssen wir Plasma-Energie nehmen mit. Das ist wieder voll. Wir sind so überladen. Ich brauche mal einen neuen Anzug. Was geht hier drin?
Warum fällt da das Ding raus? Okay, wir können da irgendwas machen. Was? Da können wir nichts machen, da können wir nichts machen. Kommt da irgendwo was? Nö, du siehst tot aus. Hey, jetzt können wir mal die Aussicht genießen nach unten. Cool.